Einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist eine neue Gastry-Play-Runde. Let's Watch World of Tanks. Hier bei mir auf dem Kanal, euer Steve Austin. Und wir gucken heute wieder den Derchala aus dem mittlerweile M-God-Clan, MGOD, zu in seinem Waffenträger auf Panzer 4, Stufe 9 Panzerzerstörer der Deutschen. Und freue mich sehr, dass das mal eine Gletscherrunde ist, um auch zu sehen, wie man diese Karte spielen kann, wie andere diese Karten spielen. Ich habe so das Gefühl auf der Karte, es hat sich noch nicht ganz rausgestellt, wo die Mediums und wo die Heavys hinfahren sollten. Grundsätzlich würde ich mit dem Heavy wahrscheinlich mehr rechts fahren und links die Medium das überlassen. Hier stelle ich mich auch gerne mal als CD hin, aber bisher hat das noch nicht so gut geklappt. Schade. Das wäre natürlich ein gelungener Start jetzt gewesen. Dem fährt die gleich seitlich eine rein. Aber dann verschießt man immer das so. Ich kann mich gut an eine Runde erinnern mit dem 5er Chinesen TD. Habe ich da gestanden und nach 2 Sekunden bin ich geplatzt. Einmal gespottet und dann instant gekillt. Wenn da gleich jeder vom Team genau auf die Ecke guckt, dann hast du halt Pech. Man kann die natürlich auch rechts gut kommen lassen eigentlich. Also wieder so eine Karte, wo man gut eine Falle eigentlich bauen kann. Da haben wir was. Ah, schade. Weil es dauert natürlich links ganz schön, bis man da rum ist. Deswegen ist das eher, finde ich, so die Medium-Variante. Bis die Heavys da durchkriechen, hat der Gegner ganz schön viel Zeit, was zu machen. Schön. Dachte sich der Gegner auch und fährt da einfach mal mit seinem Emil durch und so. Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, also die ganze Zeit unter Beschuss. Und wenn er da nur blind reinhält, er weiß, dass du da bist. Das mache ich auch immer. Durch die Bäume versuchen, eine Silhouette zu sehen, dass du weißt, okay, du kommst irgendwie an den Gegner ran. Wird ja leider auch der Ferdi nicht aufgedeckt, sonst könnte man da mal zurückschießen. Zu den Scout. Schön den Scout, sei mir jetzt unter Druck gesetzt, dass er wusste, er muss sich jetzt bewegen. Er ist nicht safe. Das Türmchen. Voll. Ah, und schon schießt der Ferdi wieder. Hast aber keine Lampe drauf oder so?
wahrscheinlich die gute Crew noch auf dem Rheinmetall und jetzt beim WT mit einer neuen angefangen oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Boah, Luckshot versucht, leider nicht. Hätte jetzt lieber schießen sollen auf Scorpion. Schaffst du das noch? Ja, schöner Treffer. War garantiert einer. Da, 56% nur noch. Also natürlich, die Reload-Zeit ist eigentlich sehr gering bei einem schönen Schadensoutput. Also, da kommt schon einiges zusammen am Ende. Na, 5 zu 7 sieht jetzt nicht so rosig aus, aber hier auf der Heavy-Seite, die beiden sind ja auch nicht mehr so viel wert. Der Scout könnte mal die TD spotten. Auch schöner Luckshot, nicht voll eingeaimt. Aber das muss man halt dann immer selber entscheiden. Wie viel Zeit gibt man seinem Fahrzeug selber? Rechts ist wieder ein TD. Und da muss man einfach, ja, RNG-Glück haben. Aber kommt da nicht ran. Also wie man sieht, schöne TD-Position, um halt auch auf verschiedene Ecken zu wirken, sei es die Mitte oder links, halt der Weg. Und weg damit. Ach! So, ruckzuck steht's 8 zu 7. Jetzt kommt der nächste. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Das ist sehr nice. Schönes Spiel. Sieht man, was da alles so an Schaden zusammenkommt. Kriegst du den an der Hutschnur rum? Hat sich ja gelohnt für den T34 jetzt. Glück gehabt, dass er gerade in die Richtung eingeaimt war. Sonst wären die beiden da jetzt auf den T34 gepusht. Kommt ein Sumua da hinten noch. Und es steht wieder 10 zu 11. Na, kommt raus da. Müssen natürlich gespottet werden. Wieder ein Rohr. Nicht so weit vor, da ist ein Ferdi wieder. Doch, Lampe. Dann hat der Ferdi die ganze Zeit blend geschossen. Jetzt rechts, der Type. Und der Sumua noch, der gespottet werden muss. Okay. Wozu auch immer. Das ist jetzt richtig schon mal vor die Richtung des T34 halten, je nachdem, was er vielleicht aufmacht. Das geht manchmal schnell, deswegen sage ich ja nicht umsonst, ihr müsst immer im Gefecht konzentriert sein.
Der Junge ist 4%, das heißt, wenn er was aufmacht, kann es sein, dass er gleich stirbt und der Gegner sich sofort dann irgendwo wieder in Deckung begibt. Wenn ihr dann nicht konzentriert schon mal voraimt, also vorzielt und in die Richtung guckt, dann bringt die ganze Aktion nichts. Da haben wir was. Steht safe, scheiße. Drück ihn zurück. Ja, da war was. Nein, drück ihn nochmal zurück. Ja, okay. Jawoll. Frage ist jetzt natürlich, was macht der Type vom Gegner? Nicht, dass der auf einmal hinter ihm gleich auftaucht. Und der Ferdi wird einen Scheiß tun, sich da bewegen. Naja, warten wir mal ab. Wichtig ist natürlich immer, die Fahrzeuge rauszunehmen, die irgendwie Sicht machen können. TDs sind ja eingeschränkt in ihrer Sichtweite. Außer sie haben irgendwie ein Schernfernrohr drauf oder so. Ich spiele meine TDs grundsätzlich nur noch mit Schere. Gerade für solche Situationen. Okay, wer hat den jetzt aufgemacht? Nicht. Wenn der dich für den Ferdi spottet. Was wird das jetzt? Schön. Jetzt der Sumua noch, der ist ein One-Shot und dann kann man sich ganz entspannt zu zweit um den Ferdi kümmern. Der da immer noch ist? Ja, ist er. Oh, haha. Das war aber knapp gerade. Im richtigen Moment abgedrückt, hätte genauso gut auch daneben gehen können, aber egal jetzt. Jetzt sollte sich der Rheinmetall mal bewegen, jetzt ist noch der TD. Wenn man lieb wäre, mal schauen, sollte auch der Dechala den abkriegen, der Schala. Weil wer dann Krieger, da sitzt er. Aber es sind auch nur noch 1 Minute 57. Going Cap, ja, genau. Also für die, die es noch nicht wussten, man braucht alleine, glaube ich, für einen normalen Cap 1 Minute 34 oder so. So, und jetzt rauf da. Jawoll. Sehr schön gemacht. Absolut verdient. Schönes TD-Gameplay. Schön passiv aus dem Hintergrund. Und mit dem WT auch einiges an Schaden gemacht. Einen Auftrag erfüllt. Das ist doch umso schöner dann.
Und ihr seht es halt, 7518 Schaden. Während der Rest gefühlt, ja, ne, ihr kennt das Spiel. 21 Schüsse, 5 daneben, das ist total dahingestellt. 4100 Schaden, über 300 Meter. Also wirklich sehr schön gemacht. Das war's mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Euer Steve Austin LP. Ich würde mich natürlich über ein Like, über ein Abo oder über Kommentare von euch freuen. Ihr wisst, das hilft mir immer extrem viel weiter. Bitte schaut euch auch gerne die anderen Projekte bei mir auf dem Kanal an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Erfolg.